Servus Freunde, herzlich willkommen bei meiner Tipps und Tricks Serie und diesmal zeige ich euch einmal wieder was, was mir sehr gut gefallen hat, und zwar, es gibt da von Light My Fire Spieße, jawohl, richtig, Spieße. Ihr wollt euch eine Wurst aufspießen und über ein Feuer grillen, für die sind die optimal gedacht. Klar, ich weiß, man kann das natürlich auf jedes Holz aufspießen oder da quer. Aber was auch passieren kann, je größer und je dicker der Ast ist, desto schneller bricht euch da in der Mitte die Wurst auseinander. Je dünner das Ganze ist, desto besser hält es drauf. Und von daher gefallen mir diese Teile besonders gut. Light My Fire Spieße nennen sie die. Link gebe ich euch unten in der Beschreibung sowieso dazu. Man zieht das runter. Die haben gewisse Federspannung, wie man da sieht. Und jetzt braucht man eigentlich nur hergehen und schiebt da einen Holzstock durch. Und das Ganze hält sich von allein. Und wie man da schon sehen kann, sind die wirklich sehr dünn. Die sind wirklich schön dünn. Und daher wird euch die Wurst dann nicht runtergefallen und es sind auch zwei Löcher drauf. Also ich habe das wirklich für super empfunden. Ich habe es noch nicht verwendet, kommt aber demnächst. Es ist erst jetzt wieder ein bisschen nasser geworden. Vorher war mir das viel zu trocken, da kann man das gar nicht ausprobieren. Ich habe es eh schon seit 14 Tagen daheim liegen. Finde ich optimal. Einzige, was mir aufgefallen ist, was man machen muss, dass man hier oben relativ gerade ist. Relativ gerade, und zwar hat den Vorteil, wenn ich jetzt dann den Spieß durchstecke, je näher oder je kürzer der Mittelteil da ist von dem Stecken, desto mehr Fläche habe ich von dem Spieß über. Und ich sage einmal in dem Sinn, ich habe für die zwei Stückchen 10 Euro gezahlt. Wie gesagt, ich weiß, man kann es an der Mahl nehmen, man legt ihn auf einen Grill, kann man alles machen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, die Dinger sind wirklich optimal. Gefallen mir sehr gut, sind auch super geschützt. Man hat zwei Öffnungen, eine oben, schiebt man nur drüber und das Ganze ist gesichert und es kann nichts passieren. Genauso mit dem zweiten, man geht auf Spannung, steckt die Spitzen da rein und hat es da drin. Und wie gesagt, mit zwei kommt man sowieso vollkommen aus, normal reicht ja eins. Ja Freunde, das war's von den Light My Fire Dinger. Haben mir wirklich sehr gut gefallen und wollte euch zeigen. Vielleicht gefällt es den einen oder anderen und wenn nicht, macht es auch nichts. In dem Sinn, pfiat euch und danke fürs Zuschauen. Geil.